War zumindest im Sichtradius die Punkte. Ja, immerhin. Oder? Ah, doch, ich glaube, das passt. Ja. Irgendwie komisch, aber besser als keine Punkte. Mal schauen, ob es jetzt wieder. Ne, jetzt sind sie wieder weg. Nein, ich habe mich schon so auf die Punkte gefreut. Naja, werden wir wohl weiterhin hier damit leben müssen. Very Games bleibt auf jeden Fall CT. Und ich nehme an, das war der Mapboard von ESC. Vielleicht auch ein kleiner taktischer Vote. Um hier der AWP von Kenny S. vielleicht ein bisschen aus dem Weg zu gehen. So, hier gibt es wahrscheinlich gerade noch einen Attacks-Kreis bei beiden Teams. Wenn ich leise bin, einfach nochmal einen Regler rauf runter machen beim im Stream, im Twitch-Fenster da. Das sollte das Problem beheben. Das ist irgendwie so ein Bug, der immer noch vorhanden ist. So, alle AFK, also sie stehen wahrscheinlich gerade und besprechen sich noch kurz für die Pistol, machen sich noch heiß. So, die dritte Map steht hier leider noch nicht im E-Bot. Aber die zweite müsste das 2 sein. Und ich sehe hier ehrlich gesagt wirklich gute Chancen für ESC. Haben gestern sehr gut gegen NiP gespielt. Also erstens scheint ESC gut vorbereitet zu sein, haben gut gegen NiP gespielt. Andererseits hat Very Games gestern nicht so gut ausgesehen, haben gegen MyDGB sogar verloren und das war auch auf Nuke. Haben zwar, glaube ich, die Gruppe trotz. Was ist das Geiles, bitte? Kann der laufen? Wie gut das einfach ist. Oh, ich. Komm, lauf mal los. Eine schwebende AWP. Ein Magier. Nein, ich will zur CD-Base. Schwebt das immer noch? Nein, doch, es schwebt immer noch. Mist. Jetzt wurde er gekillt. Was ein schöner Bug. Wäre gut, wenn das mittendrin im Spiel mal passieren würde. Einfach ein Invisible CT. So, ich freue mich auf jeden Fall auf ESC. Sind ja immer sehr kreativ in ihren Taktiken. Haben immer eigentlich gute Goes. Treffen immer gute Entscheidungen. VG wird es wirklich schwer haben. VG zumindest wieder vollzählig am PC. ESC scheint jetzt auch fast ready zu sein. Jo, es geht auf jeden Fall gleich los. Der E-Bot sagt schon First Sight. Ich gucke jetzt aber dann nicht mehr hin, weil der ist natürlich ein gutes Stückchen voraus. Ist natürlich direkt live von vor Ort. Somit das GoTV-Delay nicht. Und ich will mich natürlich nicht im Ergebnis spoilern lassen. Bin ich leise? Kann das mal jemand, ein unabhängiger Zuschauer auf dem Twitch-Chat bestätigen? Dass ich ganz normal bin. Was? Bin ich leiser als jetzt? Will ich verarschen?
Sogar lauter als sonst. Seht ihr? Ich bin nie leise. Kommen die ganzen Fans auf Steam. Wie gesagt, wenn es bei irgendjemandem leise ist, dann einfach den Regler nochmal runterstellen, hochstellen oder Qualität nochmal runter. Ach, was weiß ich. Ihr kennt ja die Probleme bei Twitch. Damit ich auch jetzt nicht mehr weiter gestört werde. Somit endlich geht's los. Viel Spaß zwischen Very Games und ESC. So, eine kleine Info nochmal für alle. Ich werde den Wallhack Dauer anlassen, weil oben auf dem Radar die Punkte fehlen. Sonst ist es einfach ein Chaos. So, ich sehe auf jeden Fall Rampe gespottet. Pascha. Türraum. Ich sehe Rampe durch und da steht aber VG mit einem richtig guten Read. Boah, da standen sie zu dritt. Es sieht fast sogar so aus, als ob sie das wussten. Was ESC denn der Pistol vorhat? Er leckt's gerade ganz schön. Aber liegt nicht an mir. So, Halle nochmal gespottet. Die Halle wird, glaube ich, sogar auf Retake gespielt. Halle wäre also eigentlich eine gute Variante, aber. Boah, schön Headshot von Kuben. Rechts auch noch einer. Eigentlich schöner weiter Strafe. Und Neo kann da aber auch nichts mehr machen. Schade, Pistol somit an die Franzosen. Passt alles. Fairs passen auch. Typisches Go-TV-Problem. Also netter Read von VG. Da der ESC keine Chance, auch irgendwas zu machen. Holzen sie rein. Loten im wenigstens noch einen mit. ESC wird wahrscheinlich noch eine Eco machen. Nee, krass. Die kaufen Galil. Zwei AKs. Test nur mit Deagle. Ein bisschen Equipment. Ich hätte direkt mit einem Halle-Go gerechnet, aber. VG, ich wollte schon sagen, schon wieder zu dritt haben wir. Ne. RPK geht unten, Abgang. Kenny S schon mit AWP außen. Zieht sich aber schon zurück. Boah, wie die Spieler hier ruckeln, ganz ekelhaft. So, sie sind runter, haben da gut gesmoked. Kenny S konnte da nichts machen. RPK müsste aber unten. Ach shit, hier hat er eine Frag bekommen. So, schöner Move von Epic. Nein. Von Kenny. ESC geht Rampe. Sie haben ja noch einen Spieler unten. Gut durchgesprungen. Kenny S, aber nochmal rumgezogen unter Cat. ESC hat noch keinen einzigen Frag bekommen. Neo muss da unten jetzt was machen. Hört da einem Schacht. Das ist so ekelhaft, dem dazu gucken gerade. Boah, er kriegt da direkt den Shot. Testrampe, beide low, Neo nur 13, Lord mit einem HP. Das ist sogar eine 5er-Runde für VG. Da brauchen sie auf jeden Fall die AKs. Hoch, Pause. Vielleicht hatten die wirklich Lag. Schade, dass hier noch ein Spieler gestorben ist, der da. Chillt ein bisschen am Zaun.
kann man jetzt Handschellen anlegen. Weil eigentlich waren sie ja schon Abgang runter, deswegen verstehe ich nicht, warum er sich dort nochmal gezeigt hat. Ich glaube aber, Kenny S hat vorher auch nicht geschossen. Trotzdem könnte man damit rechnen, dass er AWP außen spielt. So, keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Kann es eigentlich sein, dass der Held V ohne Delay ist? Weil er hat Pause geschrieben und sofort kam die Pause. Müsste ja dann eigentlich. Naja, Fakt ist, ESC wird jetzt nochmal sparen müssen. Und danach müssen sie Gas geben. So, nebenbei schaue ich ein bisschen in die Comments. Wie viele Comments da zur Lautstärke gekommen sind. Jo, also wurde das nochmal bestätigt. Sound ist gut. Mein HUD gibt es, das, was ich nutze, nicht zum Download. Aber es gibt andere Sachen von Spaddle. Zum Beispiel hat er in Zusammenarbeit mit Hyper so ein Competitive HUD erstellt. Das findet ihr auf myhyper.de oder spaddle.de wahrscheinlich auch. So, ansonsten mache ich wahrscheinlich auch viel zu wenig Werbung für meine Facebook-Seite, aber die habe ich natürlich auch. Und zwar facebook.com/bumbumtv. Da könnt ihr mich liken, dort poste ich eigentlich am häufigsten oder eigentlich immer, was so ansteht, was ich streame. Beantwortet auch gern Fragen, es sind auch schon einige Anfragen immer mal reingekommen. Also darüber könnt ihr mich direkt anschreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder so. Ach. So, mal gucken, wie es bei dem anderen Spiel steht. Okay, da führt MyDGB 2 zu 0. Als CT auf Inferno. Ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe auch auf die getippt. Weil die haben gestern schließlich gegen NiP gewonnen. Boah, das wäre krass. Nee, gegen Very Games. Und Z-Nation hat gestern nicht so überzeugt. Von daher tippe ich einfach mal auf dieses Mixteam aus, was war's, Slowakei und Tschechien. Ja, also drei von denen kommen aus Slowakei. Guardian, Kapi und Uno. Und dann noch Snikes und Oskar aus Tschechien. Und die scheinen relativ gut zu sein mittlerweile. Finde ich sowieso interessant zu sehen. Also auch wenn das Turnier jetzt nicht so hochkarätig besetzt ist, aber man sieht halt mal neue Teams, die anscheinend auch mithalten können. Und das würde ich mir echt wünschen, auch in Go, dass es viele, viele gute Teams gibt. Klar gibt es dann wahrscheinlich wenige Top-Teams, aber trotzdem wird es viele geben, die mithalten können. Dann wird es auch ab und zu mal zu einer Überraschung kommen. Vor allem finde ich es auch gut, dass über Europa oder weltweit quasi immer, dass es da gute Teams gibt. Also auch im Ostblock, in ja, Ukraine, Russland. Dass es quasi in jedem Land ein gutes Team mindestens gibt. Was auch immer auf Events vertreten ist, damit einfach auch die Zuschauerschaft wächst und wächst und vielleicht auch mehr Spieler dazu animiert werden, das Spiel anzufangen oder selbst mal auf GoTV zu gehen oder sich das Spiel zu kaufen und dann zu zocken, was weiß ich. So, immer nach Pause. Ich kann euch aber schon mal so viel verraten, dass Very Games die nächste Runde gewonnen hat. Aber das ist ja auch nicht überraschend. Haben hier eh Eco. Rap mal was.
Spaß. Als ob ich rappen kann. Danke übrigens auch an die doch recht zahlreichen neuen Twitch-Follower. So 15 Uhr ist Nip gegen Bikey angesetzt. Angenommen, das wird ein Zwei-Mapper hier. Ich denke, wir kriegen noch relativ viel mit von beiden Halbfinals. Finale dürfte dann wahrscheinlich irgendwann um 6, um 7 sein. Soll auf jeden Fall noch heute stattfinden. Boah, ich wollte gerade sagen, ich hau Musik rein, solange es nicht weitergeht, aber. Pause ist vorbei. So, vielleicht gab es hier wirklich Lecks oder so. Oh Mann, ich hoffe, da kommt bald ein Update. Dieses Gegleite und dieses Geruckel nervt einfach. So unangenehm. Man muss es ja auch mal auf der Seite, von der Seite sehen, wenn da irgendein also Spieler, der jetzt nicht so wirklich weiß, wo er sich Infos holen kann und sowas, wenn der irgendwie mal zum Spaß auf eine GoTV connected mit seinen Standard-Settings und dann ruckelt das total, dann ja, kann ich mir vorstellen, dass er das nie wieder macht. Weil es einfach nicht schön ist zum Zugucken. So, die Runde hatte ich ja eh schon gespoilert hier. Ah, da sehen wir es. Pascha ist auch. Okay, war doch. Nee, es muss Delay sein. Das ist alles andere Schwachsinn. Das ist kompletter Bullshit, was ich vorhin gesagt habe. Es muss Delay auf dem GoTV sein, sonst würde ich ja auch nicht. Sonst würden wir auch nicht. Also würde der Bot nicht so weit voraus sein auch. Gut. Also Pascha ist ja irgendwie gedroppt, ist wieder drauf. Hat auch sein Geld. Da sehen wir es 5-3. ESC kann jetzt kaufen. Und jetzt müssen sie Gas geben. Kenny S. Ja, diesmal wieder Außen-Cat. ESC baut wieder über Außen auf. So, flächen ihn da ab. PK kommt wieder Abgang. Gute Flashes gegen Kenny. Können Abgang runter. Ne, ist ein Undercat. Und boosten sogar. Sehr schön. Kuchen ist da jetzt oben. Aber da fehlt noch einer. Nix kommt auch. Und das ging recht zügig bei Nip. Bei Nip. Bei ESC. Oh, da sieht man den Lauf. Sehr schön. Kenny erst aus dem Spiel genommen. So, jetzt Halle Flashes und Main rein. Auf geht's. Neo. Boah, schön, wichtig. Und jetzt noch am Target. Und der Cat muss Neo. Neo muss eigentlich lange überleben. Er hat sogar noch 4 HP. Kam jetzt irgendwie gar nicht so vor. Saubere Runde für Neo. Nur noch Epic in der Main. Krass. Schön gespielt von ESC. Und das waren übel abgesprochene Flashes außen. Wurde alles hier zugesmoked, die Fläche ist hier hinter. Und dann war man relativ fix unter Cat und hat dort ungesehen boosten können. Bei VG hat es aber nochmal gereicht zum Kaufen. ESC mit einem schnellen Halle-Go. Lord schon drin. Halle ist ausgeschlossen. Ne, da ist keiner drin.
Decken da kompletter Free Take. Bombe noch nicht gelegt. Legt jetzt Kuben. Lord zum. Gibt's die Banks, bitte? War denn da gerade unten? Neo. Ach, schade. Nathan hat aufgepasst. Also, NPK. NBK, NBK. So, die Frags fallen für SC. Sehr schön. Lord im 1 gegen 2. Oh, schön geaimt. Schöner Headshot. Und er hört die Steps. Er spielt's gut. Holt sehr viel Zeit raus. Um Tänzel da den T. CT meine ich. Schön. Auf geht's ESC. NBK. NPK war, glaube ich, bei den Bikey-Leuten. Oder bei Extensive. Es gibt ein NBK, NPK, SMF, SFM. Boah. Gibt so viele Nicknames, die sich ähneln. Aber ESC. Was, sie haben nochmal gekauft? Krass. Kaufen wir Farmers und machen extrem Druck. Tess räumt aber auf. Und er hittet echt gut. Er hat wenig Schaden bekommen. Zwei Leute gemacht. So, Pascha ist da. Beide schon gut angeschlagen. Existence pusht wieder hoch. Nee, Kenny S ist das. Er musste jetzt sterben. Oh, er sneakt sich da durch die Smoke. Krass. Aber er ist hier auch schon Cat oben. Neo muss da nur gleich aufpassen, eventuell. So, da kommt der Box. Jetzt vielleicht der gemeinsame Zugriff, aber beide halt richtig low. Existence wurde da auch schon gesehen. Tja, da hat Very Games was riskiert, haben Farmers gekauft, wollten Ramp direkt pushen. Aber nicht mit Tess. Hat einfach komplett dicht gehalten. So, somit die dritte Runde. Jetzt VG eine Eco, dann schon direkt der Ausgleich. Fängt eigentlich gar nicht so schlecht an. Für ESC, natürlich. Haben sich da von dem Drop überhaupt nicht beeindrucken lassen. Aber die Jungs haben ja auch extrem viel Erfahrung. So, ich sehe da über außen. Geschlossen, nee, über das Dach. Decken sie echt zu viel außen. Boah, Neo kriegt den Headshot. Boah, knappe Runde. Boah, der ist super wichtig. Auch wenn er viel HP verloren hat, aber er macht noch den Headshot. So, wo gehen sie jetzt hin? Und der Cat wäre so der typische ESC-Move. Boah, nix ist uns von hinten. Kommt aber noch nicht an die Waffe. So, sie haben vielleicht. Es wird wahrscheinlich Kett hochgehen. Und das ist eigentlich der beste Weg, auch wenn da beide sind. Aber jetzt noch mit der Flash. Sie schicken auch Lord. Nein! Lord kassiert instant den Shot. Krass. Und da holt Very Games tatsächlich die Runde. Und ich. Da meine Prediction zum 4:4 war einfach total schlecht. Also, Very Games scheint hier richtig gut vorbereitet zu sein, auch auf ESC. Vorhin in der Pistol wussten sie, wo sie kommen. Jetzt in der Anti-Eco wussten sie, wo ESC kommt. Da hat wohl jemand Demos geguckt oder Trainingsergebnisse von anderen Teams abgefragt oder so. Keine Ahnung. So,
hat aber nochmal gereicht. Penny S hat sogar wieder AWP. Schießt und Smoke. Der PK konnte diesmal den Frag unten setzen. Oh, Penny macht seinen zweiten. Tess kämpft alleine in der Rampe. Versucht da die Runde irgendwie zu entscheiden. Abgeflecht, sieht nichts. Oh, krasse Runde von VG. Aber sie haben auch kein Geld. Pascha gibt einfach Gas. Sehr schön gewartet. Bis er einfach den Kopf richtig sieht. Und die Bombe müsste Rampe liegen, oder? Pascha! Schade. Den hätte ich ihm noch gegönnt, so wie sie da reingegast sind. Boah, schade, Mann. Die Eco dürfen sie halt nie im Leben verlieren. Also die Anti-Eco vorhin. Es hat dem Spiel gerade eine komplett andere Wendung gegeben. Glaube ich, wieder über Felsen. Kenny ist da auch ziemlich oft allein. Also RPK kommt halt immer über Abgang. Boah, schön! Kenny ist weggeflecht. RPK spielt jetzt defensiv unten. Halle wird noch gut geblockt. Ist jetzt zweit Vorraum zu zweit außen. Jetzt gehen sie Abgang. Die AE wird übel wehtun. Ja, sie hat keine Weste. Oh, die kommt zu früh. Sie bricht das nochmal ab und wird jetzt Halle gehen. Vielleicht über Cat. Ja, sie wollen Halle. Warten da noch auf Neo. Tess mit der gepickten Abe. Wir müssen noch auf Neo warten, aber der wird auch nichts mehr machen können. Ah, hat er gutes Timing, gibt den Headshot. Ah, Tess hat den Cat oben noch gemacht. Ach. Das sah nach mehr aus. Also da wäre mehr drin gewesen, glaube ich. So, aber AC hat bei weitem noch nicht alles gespielt, was sie hier trainiert haben. Bin ich mir sicher. MPK auch eine. Getauscht. So, nochmal der schnelle Halle-Go von EC. So, Cat gestorben. Wollen sie Bodo legen, werden aber direkt überfahren über die Schächte. Boah, da kriegen sie so extreme Hits. VG hat das richtig gut aufgehalten. Boah, heftig. Boah, schade. Schade. Wie gut das gewesen wäre von Tess. Ganz fix fliegen. Blut, Blut. Das war ein Instant Retake von VG. Das zeichnet sich natürlich auch aus. Sie sind so lange, spielen so lange schon zusammen, dass sie sowas einfach blind wahrscheinlich spielen können. Trotzdem kam es sehr gut in die Halle rein. Vielleicht sollten sie das mal als Fake spielen. Also als Fake dann irgendwie Rampe gehen. Oder sie gehen rein und gehen dann über Schächte mal runter. Denn Main ist eigentlich nie jemand. Vielleicht sollten sie überhaupt mal so Frantic-mäßiges spielen. Schnell außen und dann halt über Main. Über Pommes ein bisschen flashen und dann rein. Vielleicht übers Dach. Weil Existence war bisher, soweit ich das gesehen habe, nur am Cat, am Anti-Cat irgendwo. Über Pommes oder sowas.
Tess mit der einzigen Waffe, die er auch gesaved hatte. Mist mit AWP. Muss da schieben. 8 HP. Oh, schön. Tess kann ihn noch mitnehmen. Oh, die AWP ist einfach so stark. Kuchen kann er einen machen. 2 gegen 2. Tess hat die Bombe. Sollte vielleicht schnell legen. Oh, er faked's. Oh, schöner Fake. Jetzt nur noch Kenny S mit AWP. So, jetzt einfach legen. Oh! Nice! Sauber gemacht von Tess. Hat das gut ausgenutzt, dass man da so extrem schnell in die Schächte moven kann. Richtig geile Runde von ihm. Und da entscheidet einfach eine Waffe mal die Runde. Genauso wie vorhin VG die Eco geholt hat, holt ESC jetzt hier mal ihre Eco. Schön gespielt von ihm. Aber Kenny lässt sich da auch wirklich locken. Aber vielleicht ist jetzt der Knoten ein bisschen geplatzt bei ESC. Boah. Aber VG, och, krass, wie sie spielen. Stellen direkt um, spielen den Rampe-Push. Darauf war ESC nicht vorbereitet. Wenn übel auseinandergenommen. Wo ist Pascha eigentlich? Ist Abgang schon runter. So, vielleicht kann er da was machen. Und niemand. Hallo oben, kennt was? Die Frage ist, wie soll Kuben jetzt zu ihm kommen? Pascha sollte da aus dem Schacht flashen. Kuben hat auch noch eine Flash. Sie sollten einfach alle... Oh, weil das sind zwei Leute. Ne, außen ist der. Anti-Cat. Boah, schön! Schade. Kuben kann es vielleicht machen. 30 Sekunden hat er noch. Das ist relativ viel Zeit. Aber je länger er wartet, umso schwieriger wird es. Die ist am Cat, aber Kuben. Nice. Er kommt Schacht rein. Oh, den Plant wird er aber nicht durchkriegen, oder? RPK brennt ihn. Nee, schön gespielt von RPK. Trotzdem auch gut gemacht, nur von Kuben am Ende zum Plant zu kommen. Weiß genau, CTs werden wahrscheinlich da sein und rumziehen, wenn die Bombe gelegt wird. Ist zum Schacht gekommen. Einfach richtig gut gespielt. Aber ich hätte mir Flashes gewünscht für die Halle. Vor allen Dingen von Pascha aus dem Schacht. Da kann man ja eigentlich relativ gut rausflashen. Irgendwie so hoch und flach und hast du nicht gesehen. Dann dreht er, muss er Anti-Cat die Spieler wegdrehen. Dann können sie vielleicht Spot gemeinsam töten, Anti-Cat dann töten. Wäre die Runde vielleicht ein bisschen anders verlaufen. Oh, das ist ekelhaft Geruckle. So sieht nach Halle-Go aus. Oder vielleicht ist das wirklich ein Fake. Ja, man spielt es diesmal wirklich als Fake, nur leider ist diesmal keine Halle drin. Oder es war Kuben und er ist direkt gestorben. Och, VG drückt einfach so hart. Lassen sich dann nicht beeindrucken, aber der Fake war auch wirklich schlecht. Ohne Frag einfach unmöglich. Sich nicht mal Cat oder was? Ah, doch, Kenny S. Nicht mal Main. Tja, was willst du hier machen? Waffen safe bringt eigentlich auch fast nichts. Niemand ist. Boah. Boah. Tess, Mann. Ja, jetzt kann er es nicht mehr holen. Aber der drückt schon heftig. Gefällt mir, was der Junge heute macht. Er scheint sich Skellern ausgezahlt zu haben. Schade, dass es jetzt schon 10-4 steht. Die fünfte Runde für ESC wäre super wichtig.
Aber man muss die Waffen angucken. Nur P250. Ter ist der einzige hier mit ein bisschen Automatikwaffe. Aber auch nur Galil. Oh, schade. Da wäre eben der CT fast reingelaufen. So, bauen jetzt noch mal um. Was machen die gerade? Neo sucht sich seine Posi zum Smoken. Boah, was eine geile Smoke. Wie gut die ist. Das Mist hat aber gut Kontrolle. Und Tess fährt rückwärts raus. Sieht. Ah, leider nichts. Ach, schade, Mann. Aber geile Smoke. Muss man sich mal merken. Ach, ich würde so gerne jetzt mal Freelook hier fliegen. Geht leider nicht in dieser scheiß Pause. Ach Mann, AC hätte echt 4-4 den Ausgleich machen können. Wenn sie die scheiß Anti-Eco nicht verlieren, dann holen sie da bestimmt 6, 7 Runden vielleicht. Bitter. Wie das Match vielleicht an einer Runde entschieden wird. Aber mit Pistol auf jeden Fall alles drin. Ich bin mir sicher, dass sie genauso gut CT spielen können. Da unten übrigens auch gerade nochmal der Link zu den Statistiken, zu den Live-Statistiken. So, dann brechen sie nochmal ab. So, Neo hat sich hier diesen Punkt auf der Textur auf jeden Fall gesucht. Soweit ich das mir gemerkt habe. Und dann hat er wahrscheinlich irgendwo sich da oben einen Punkt gesucht. Und dann hat Feine dies hier auch bekommen. Und dann hier reingeploppt. Und hier habe ich schon gedacht, die fliegt wieder runter, aber es hat gereicht, weil sie, glaube ich, schon einmal aufgeploppt ist. Boah, wie lange sie dafür wahrscheinlich auch gebraucht haben, um sowas hinzukriegen. War klar, man kann so viel machen. Über diese Fenster. Diese schönen Fenster. Aber das braucht man, glaube ich, auch. Sonst wäre die Map wahrscheinlich noch unbalancierter. Also da gibt es auf jeden Fall viel, viel Landbedarf für die Terrors. Gut, da schreibt jemand, dass die Smoke in CSS immer geworfen wurde. Das weiß ich natürlich nicht. Für mich ist sie neu und für viele denke ich mal auch. Ich fand sie gut. Wie gesagt, kenne CSS nicht. So, Instant Rampe Rush. So, Neo und Kuben unten. Neo deckt dann nach Cat. So, einer nach dem Vorraum, der erwartet da irgendwie, dass einer von hinten kommt. Was nicht der Fall ist. So, die Bombe wurde sehr schnell gelegt. Oben an der Wand, schöner Shot. Ah, nee, war gar nicht los. So, einer im Toxic. Nein, was macht er denn? Warum wirft er die AI so schlecht? Oh, nur noch zwei. Im Toxic wissen sie, dass einer ist und einer links oben am Steg. Was machen die denn? Alter. Krass, wie der einfach die Runde entscheidet. Der ist, glaube ich, über Schacht, über Türraum und dann Schacht einfach runter.
Oh Mann, die Runde hat ESC doch sicher. Und was hat der Spieler hier gemacht? Lord war das, glaube ich. Der war doch schon einer hier durch. Warum wirft er die ja hier rechts? Wenn er die einfach hier irgendwie durchs Fenster wirft, dann bringt die. Macht die so viel Schaden an dem T. Oh Mann. Ach Mann, ESC. Hier verbaut sich aber auch manchmal selbst. Ich will ehrlich gesagt nicht schon wieder Nip gegen Very Games sehen im Finale. Also natürlich nur unter der Bedingung, dass Very Games mal mithalten kann und sich nicht 16-1 abschlachten lässt. Boah, nice. Nice! Da waren es nur noch zwei. War jetzt auch nur bei ESC 2. Aber Neo und Tess, die beiden vielleicht besten KD auf dem Server. Ohne Kuben hier ausschließen zu wollen. Ja, auch nicht mehr so viel Zeit. Gutes Timing. Boah, das kann er machen. Sollte nicht allzu viel riskieren. Was machst du denn? Da muss er noch einen kurzen Tick warten. Vor allen Dingen immer an der Kante so links, rechts. Bringt es halt auch nicht, weil der T da immer sein Pre-Fire, also sein Pre-Aim quasi drauf hat. Schade. Trotzdem sehr starke Eco von ESC. Mit einer Flash. Okay. Die wird wahrscheinlich da abprallen und hier in den Schlauch fliegen. Würde ich jetzt gerne mal in Aktion sehen. Na komm schon. Jetzt, zu spät. Sie landet davon. Hast du keinen Flash? Aber die Frags fallen gerade nicht. Nur der Neo an der Rampe ist, aber unten mit Smoke. Ah, er verrät sich nicht. Oh, sie gehen unter Cat. Gute Entscheidung. Lord, 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 Lord. Das wird richtig eng. Wenn Lord jetzt einen macht. Da gibt es Hits, gute Hits gegen Kenny schon. Neo kommt über Vorraum, sehr schön. Nein, Pascha stirbt. Kenny schiebt gerade weg, oder was? Er kommt über Main. Und Neo Ekelpro. Nein, Neo. Schön. Und Neo. Nein! Neo. Oh, dieses Gelacke, Mann. Ach, ey. Mann, schon wieder eine geile Runde von ESC, die sie hätten holen müssen. Oder sollen, müssen, können, hätten, werde und. Och. Mann, 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 Mann. Das Ergebnis spiegelt halt absolut nicht das Spiel gerade wieder. Es sieht so eindeutig aus nach Zerstörung, aber es ist es bei weitem nicht. Auch VG vielleicht außen da gut ab. Gehen da zu viert. Runter. Oh, Pascha schön auch direkt weggemoved. Wird aber rechts überrannt. Er hört die Steps nicht. Ah. Aber Neo ist da für Refrag. Gleitet sich da einen ab. Schön gemacht für Neo. So, unten sind sie schon durch. Da deckt gerade niemand von ESC. Und Kenny überschacht. Wie gerade fast alle Spieler ruckeln. Sie gehen ernsthaft. Also, das ist gerade keine gute Entscheidung. Kuben ist halt unter Cat und Neo oben Cat. Also,
da jetzt Kette hoch zu wollen. So, ob sie jetzt mit Neo rechnen? In Richtung Außen? Ach, schön von Lord. Jetzt kann Neo eigentlich rumziehen außen. Ah, schade. Aber gutes Teamplay von Neo. Ah, schön. Auf geht's, ESC. Kämpfen und siegen. Frag mich gerade, ob der Rolf mit in Prag ist, weil er gerade hinter seinem Team steht. Wow, Nip hat Eco. Da gibt es die Fläche übers Dach. Der ist schön dagegen gemoved. Hinter den Spot. Und jetzt Rampe. Wer deckt unter Cat? Niemand. Niemand. Achtung, Cat. Da deckt niemand Cat. Hier wieder schönes Teamplay. Netter Shot von Smith. Alter, Kuben. Als ob. So, das schippt der Franzack auch endlich mal. Solange Varigames nicht das Draw hat, sehe ich sogar noch Chancen, wie ich sehe. Varigames muss sogar tatsächlich nochmal sparen. Werden aber wieder. Ja, ist ja wieder Flashes, Existence und Nathan in BK. Scheint diesmal Rampe zu gehen. Kleiner Fake und dann. Rampe, Kuchen aber schon unten. Er geht da null Risiko ein. So, aber wieder unter Cat offen, oder? Pascha umläuft da ein T. Was? Da ist gerade ein T neben ihm in den Schacht rein. Oh Mann, diese Smokes sind so imbar. Hey, da deckt niemand unter Cat. Aber das scheint schon so geplant zu sein bei ESC. Da weiß Verve Games auch nichts mit ihrem vermeintlichen Vorteil anzufangen. Oh, sehr schön. Der Held ist ja einfach die Rampe gut, aber Verve Games läuft auch wirklich einzeln rein. So, siebente Runde für die Polen. Auf jeden Fall jetzt Geld. Ich vermute, er kann ja erst mit AWP kaufen. Ne, ich bin AK. Da bin ich gespannt, was sie spielen. Außen. Ui, auch Smith mit einer Smoke. Also der Mac-Man. VG auf jeden Fall auch gut trainiert. Wissen da gut, wie man außen einnimmt. Spielt das extrem vorsichtig. Ja, ist zum CT-Rot. Auch krass. So, jetzt ist die erste Smoke weg, da kommt die zweite. So, wer ist da an der Garage? Fischer wahrscheinlich, kann den ersten setzen. Neo hilft da meistens, ist da oben geboostet. Kuchen hat geholfen. So, Pascha vielleicht wieder mit Timing, schön.
Einer nach außen. Jetzt hat Pascha. Jetzt ist Pascha heiß. Jetzt werden einfach alle umfahren. Nein, links. Auf der Minimap könnt ihr es fast gesehen haben. Das ist ja das Gute eigentlich auch an dem Radar. Auf jeden Fall müsst ihr die Steps jetzt hören. Ja, hat er auch gehört, hat er an Lot weitergegeben. Bombe wird gerade gelegt. Oh, links am Schacht. Oh, schön aufgepasst. Oh, schöner Mann. Aufgesetzt. Sie kommen auch mit immer mehr Waffen durch die Runden. Verlieren zunehmend weniger Spieler. Acht. Aber Bombe gelegt. Very Games kann somit kaufen. Aber gegen Pascha ist da anscheinend gerade kein Durchkommen. Wäre es im Real Life auf jeden Fall auch nicht. So, was mir jetzt gefallen würde, ist ein Rampe-Push von Kuben gleich. Gesmoked, sind wieder unten jetzt. Abgang. Wieder keiner von EC. Doch Neo. Oh, er hört dort viele Steps. Links, rechts, straight. Boah, schöner Move. Boah, nice. Macht die Tür sogar wieder zu. Kommt hin als Spot. Kommt der Toxic. Ach, schade. Er wollte, glaube ich, Toxic rein. Neo macht das auch gut. Er holt so viel Zeit raus. Ein Fact gemacht. Ist okay. Boah, schöner Schuss von Pascha. So 3 gegen 3 Retake. Können sie machen. Haben auch 4 HP, alle nach 100. Wird gut weggeflasht von VG. Der Schacht... Oh. Jetzt kommt's drauf an. Sie haben auch kein Equipment mehr. Schade. Pascha mit wichtigem Duell. Oh nein, da hat er kurz weggedreht, weil er gedacht hat, dass es keiner steht. Tess hat zwar ein Kit. Jetzt zieht durch. Jetzt zieht durch. Was? Der hat defused! Alter! Was ein Fail von VG! Haha! Alter, wie schlecht! Aber wie geil von weiß nicht, wer das war, Pascha oder so. Haha! Der wittert seine Chance, zieht zum Diffuse an, die TS checken das kurz. Oh Mann. Geil, ist, sie hält sich damit im Spiel. Immer noch kein Draw für VG. Wieder gehen sie gegen Pascha. Wieder viel zu viert außen runter. Boah, die ist bestimmt aber Kuma an der Rampe. Lot hat er den anscheinend gehört. So, der Inform ist jetzt tot. Sind wieder unten. Ah, Refrag. Ah, schade. Diesmal sieht es ganz gut aus für VG. Aber Pascha wieder saustark. Nein, da werden ihnen die Füße weggeschossen. Lords Steps müssten eigentlich gehört worden sein. Nee, sieht nicht so aus. So, mit Timing. Jetzt Bombe. Schön. Tür zumachen. Ah, das zieht. Das zieht, Lord. Das zieht. Oder? Hat er sie zugemacht? Nee, ist offen. Oh, das ist natürlich jetzt schlecht. Wobei, Fenster sind eh offen. So, sie haben einfach genügend Zeit, der Smith. Aber durch die Schächte hat Lord jetzt gute Chancen. So, Smith wird auf jeden Fall hinter Cat, hinterm Spot legen. Was? Wie ist der hier gerade gedroppt? So, jetzt hat er ihn gehört. Alle Vorteile bei Smith. Mach ganz ruhig, Lord. Ruhig machen. Oh, er zieht durch. Er zieht durch. Er zieht nicht durch. Oh, sie moven sich aus. Alter, was ein Tanz. Was ein Tanz. Ah, und Smith gewinnt den Tango. Ach, ach, gut gespielt von Smith. Schade, dass Lord da
Ja, so steppt, ich weiß nicht. Ach, viel anders kann er da eigentlich auch nicht machen. Vielleicht hätte er, bevor diesen Smoke, vielleicht nochmal Pommes checken müssen oder so. Ach, ich weiß es nicht. Das ist ganz schwer, so eine Situation. Ich glaube, viel kann man ihm da nicht vorwerfen. So, jetzt AWP bei Kenny S. Wollen jetzt hier einen frühen First Strike. Die ganze Zeit nicht mit AWP gespielt. ESC wird damit wahrscheinlich auch nicht mehr rechnen. Von daher eigentlich ganz guter Move von VG. Aber Pascha spielt's gut. Zeigt sich nicht, schenkt ihm keinen Frag. Neo mit dem ersten, da am City-Hügel. Boah, sehr schön für Pascha. Komm schon, den holst du ja auch noch. Sauber, Mann. Oh, Neo, TS ist auch noch da und RPK außen. Kriegt schon erste Hits von Pascha, glaube ich. Sehr schön. Zehnte Runde für ESC. Very Games kriegt nur 1,5 dazu. Und da müssen sie wieder sparen. Also Overtime wäre eigentlich gerechtfertigt. Aber man merkt, ESC wird von Turnier zu Turnier besser. Von Turnier zu Turnier. Schwierige Wortkombination. Pascha fühlt sich auf jeden Fall wohl außen. Kann man mal so sagen. Kuben darf da mal ein bisschen snacken. Wie dick diese Kante ist, wusste ich gar nicht. Er hat ihn ja richtig spät gesehen. Sehen wir, ob Existence da jetzt noch einen Frag kriegt. Tatsächlich nein. Noch ein. Ah, egal. 11. Runde für ESC. So, bei MyDGB ist immer noch nicht ausgegangen. Oder nee, ist glaube ich die zweite Map. So, auf geht's, ESC. Mal schnell über außen. Er setzt sich schnell weg. Boah, Pascha kriegt diesmal Gesicht. Und diesmal gehen sie Main rein. Und der Cat. Boah, kassiert Neo. Boah, wird gebankt von Smith. Dort noch. Oh nein, er kriegt ja nichts kaputt. Das sieht nach der letzten Runde aus. Boah, da verlieren sie gerade jedes Aim-Duell. Und der Flame Pascha. Vielleicht kann mir das mal jemand übersetzen. Och, krasse Runde von VG. Hat ESC irgendwie gerade keine Chance gehabt. Schade, Mann. Aber es lässt hoffen auf die zweite Map. 16:11 geht hier Nuke. Mit 16:11 geht hier Nuke an. Very Games. Boah, wenn ESC diese Key Rounds gewinnt, diese dumme Anti-Eco nicht verliert, dann können sie das Spiel gewinnen. Es müsste auf jeden Fall D2 die nächste Map sein. Ich hoffe, die liegt denen auch genauso gut wie Nuke. Dass wir vielleicht noch eine dritte Map sehen werden. In wenigen Minuten geht's weiter.